Hä? What the film are we watching? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Film Are We Watching? Folge Nummer 20! Ja! Matze, wie ihr hört, ist auch dabei. Ich bin so am Start. Nikolai auch. Guten Tag. Und wir haben uns einen Film angeschaut in Schwarz-Weiß. Ja. Diesmal wieder. Wir waren im Kino in Come On, Come On. Der neue Film mit Joaquin Phoenix. Von Mike Mills. Geschrieben und Regie. Genau. Name, der dir, kanntest du ihn vorher? Nein, ich musste ihn auch ergoogeln. Hat mir auch vorher nichts gesagt, aber er kann was. Come On, Come On, ein sehr interessanter Film tatsächlich. Ja. Wir verfolgen Joaquin Phoenix als ein Journalist, Audioreporter, der nach langer Beziehung wieder Single ist und deswegen Zeit hat, sich in die Arbeit zu stürzen und durch die USA reist und Kinder interviewt zum Thema Zukunft eigentlich, ja. Genau. Und versucht, die Generation, die Stimme der Generation einzufangen. Am Muttertag ruft er seine Schwester an. Die beiden haben länger nicht mehr gesprochen. Nach dem Tod ihrer Mutter haben sich ein bisschen verstritten vielleicht oder auseinandergelebt. Seine Schwester hat einen Sohn, seinen Neffen, und sie muss für längere Zeit zu ihrem Ex-Mann, der eine bipolare Störung hat und bei dem es richtig schlimm wird, und sie muss sich um ihn kümmern. Und das heißt, ihr Sohn muss irgendwo unterkommen, und Joaquin Phoenix, sein Charakter heißt Johnny. Johnny, danke. Genau. Johnny reist nach L.A., um seinen Neffen zu betreuen, kurz. Sein Name? Der Name des Neffen, Jesse. Danke, Jesse. Johnny und Jesse. Genau. Johnny und Jesse verbringen Zeit zusammen, und von da aus entwickelt sich eigentlich so eine, ja, Buddy-Story, Erwachsenen-Kind-Verhältnis. Die beiden reisen dann nach New York auch, nach New Orleans. Sie reisen ein bisschen rum, und es ist viel die Stimme, die Jugendstimme Amerikas einfangen. Zwischendurch haben wir immer wieder Interviewszenen aus seinem Job eben, die je nachdem, wo sie gerade sind, quasi zwischengeschnitten sind. Und es entwickelt sich eine Beziehung zwischen den beiden, und das ist der Film. Ja, das fasst es ganz gut zusammen. Mhm. Und wie auch der Film letzte Woche, finde ich, begeben wir uns so ein bisschen auf eine Reise. Wir wissen nicht so ganz, wo der Film hin möchte oder was er uns auch erzählen möchte. Ja, der Film setzt uns kein Ziel, ne, wie klassischerweise Problem. Irgendwo gibt es dann eine Lösung am Ende, sondern die beiden verbringen halt Zeit zusammen und es geht halt irgendwo hin. Ja, und es entwickelt sich eine Beziehung daraus. Man muss sagen, die Thematik der bipolaren Störung des Vaters von Jesse ist ein Thema. Wir wissen aber auch nicht so ganz, ob die Mutter von Jesse und Jesse selbst nicht auch ein bisschen, also nicht ganz so extrem ausgeprägt, aber so eine Art und eine mindere aus, eine, wie sagt man da, eine mildere Form der bipolaren Störung sozusagen auch haben. Und wir lernen, wie auch der Johnny, lernen wir so ein bisschen damit umzugehen, beziehungsweise auch wie Jesse die Welt um sich rum wahrnimmt. Denn das sind keine normalen Kinderaugen, würde ich sagen. Also er ist davon, dass seine Mutter eines Morgens weg ist, komplett unbeeindruckt. Er liegt auf dem Boden, hört sich laut klassische Musik auf dem Plattenspieler an. Und ja, ein sehr zurückgezogenes Kind, wahrscheinlich eher Außenseiter auch in der Schule. Er sagt selbst, er hat keine wirklichen Freunde. Bisschen, man würde vielleicht sagen, eigenartig. Ne? Aber genau das will der Film ja auch, dass man sich eben mit dieser Eigenartigkeit auseinandersetzt und dass es eben nicht eigenartig ist, sondern einfach ein Kind, das ist, wie es ist. Nämlich nicht so wie vielleicht die meisten der Freunde oder der Leute, der Kinder in der Schule zum Beispiel. Und auch er muss Johnny muss Jesse erst kennenlernen, rausfinden. Ja, ein bisschen launisch auch, hat Schwierigkeiten, sich auch zu konzentrieren, zu fokussieren, manchmal ein bisschen wild, manchmal auch dann auch sehr ruhig wieder, hat seinen eigenen Kopf, und ich finde, hat aber dann wiederum auch Momente, wo er sich wahnsinnig gut
artikulieren kann und man ja schon Momente hat, wo man denkt, okay, ist es noch ein Kind? Ist es schon ein Erwachsener? Also stellt auch sehr ehrliche Fragen, ne? Warum bist du nicht verheiratet? Warum bist du alleine? Warum redest du nicht mit meiner Mom? Ja, aber gibt auch nicht unbedingt Ruhe, sondern wenn man dann ihm irgendwas sagt, sondern der möchte das dann wissen. Also bla 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 Szene, genau. Ja, ja, das ist eine großartige Szene. Und eine, ja, deswegen, also es ist nicht nur dieser Kindesblick auf Dinge, sondern mehr, finde ich. Und deswegen, das macht das Ganze sehr interessant. Ja, ich finde, der Film gibt Kindern generell eine sehr starke Stimme und fokussiert sich sehr darauf zu sagen, hey Leute, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir vielleicht die Zukunft unserer Gesellschaft, nämlich die jungen Menschen, junge Erwachsene und Kinder, zu wenig Gehör auch bekommen. Und deswegen haben wir diese Thematik der Interviewsituation. So, Joaquin Phoenix sitzt dann bei Leuten zu Hause, manchmal hat er auch eine Kollegin dabei, also Johnny sitzt da und interviewt die Kinder, und die Kinder geben zum Teil sehr eloquente und reflektierte Antworten. Wie sehen sie ihre Zukunft? Was macht sie glücklich? Wovor haben sie Angst? Ja. Und da kommen Antworten, wo du dir denkst, wow. Ja, also es sind wirklich wahnsinnig ehrliche Antworten, wahnsinnig echte Antworten, und übrigens, ich habe oft mal vergessen, also es hat sich nicht immer angefühlt wie inszeniert. Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt und ich habe es nachgeschaut. Du hast nachgeschaut, ja. Genau, ich frage, also das ist nämlich, ich habe nicht nachgeschaut, deswegen gibt es ja dich auch im Podcast, aber diese Parts, bevor du es auflöst, für die, die den Film gesehen haben, sie fühlen sich nicht unbedingt an, als wären sie inszeniert, sondern als wären sie wirklich als Team reingegangen und hätten gesagt, wir filmen jetzt eine Doku und es geht, oder wir nehmen diese O-Töne mit und dokumentieren das eben auch mit Kamera. Und es fühlt sich wirklich echt an, als wären das wirklich O-Töne. Ja. Kennst du das oder ist es inszeniert? Es ist nicht inszeniert, es ist alles improvisiert. Die sind tatsächlich in die Städte gereist, wo sie gedreht haben, und haben da Schulen besucht oder Leute, also sich connected mit Schulen vor Ort und haben die Leute besucht. Und Joaquin Phoenix hat Interviews geführt in der Rolle von Johnny. Auch interessant, weil der Regisseur sagt, dass er manchmal nicht mehr wusste, ist das, also wer Joaquin gerade ist, ist er selbst, ja. Weil er auch sehr empathisch natürlich in den Interviews sein muss, damit die Kinder sich wohlfühlen und gute Antworten geben. Ja. Und deswegen, da die beiden Parts ein bisschen verschmolzen sind. Aber er ist nicht inszeniert, genau. Ja, und das merkt man. Und ich finde aber, das überträgt sich auch ein bisschen auf den Rest des Films. Denn es gibt diese Szenen, und Johnny und Jesse verbringen wirklich viel Zeit miteinander und machen ganz alltägliche Sachen. Irgendwo im Park spazieren gehen, durch New York laufen. Er spielt wahnsinnig gern mit dem Tonequipment von Johnny und nimmt überall Töne mit, und auch da fühlt sich viel ungeskriptet an. Und als wären sie einfach, okay, wir sind eben jetzt in New Orleans und wir tun jetzt einfach so, als müsste Johnny auf Jesse aufpassen. Und dieses Dokumentarische überträgt sich, finde ich, sehr in die anderen Szenen rein, die wahrscheinlich trotzdem zu einem gewissen Grad geskriptet sind. Vielleicht, ich weiß nicht, ist da auch teilweise Improv mit dabei? Nee, ich glaub, was ich krass fände, weil Jesse, der wird gespielt von Woody Norman, ein wahnsinnig guter Schauspieler. Ja, dieses, ja. Kind, also es ist wirklich faszinierend und schön, dazu zu schauen. Ja, sehr neugieriges Kind auch. Und ja, ich glaube, dass das schon viel, das weiß ich jetzt nicht, wie viel da vielleicht auch improvisiert ist. Er hat ja trotzdem den Film geschrieben. Aber ja, es wirkt dokumentarischer auch, weil die Bildsprache oft sehr, wir sind eher weiter weg. Auch in den Straßenszenen in New York ist die Kamera immer sehr auch telig. Also wir haben lange Brennweiten irgendwo hin. Wir sind selten mal wirklich bei Close-Ups, wo wir sagen, wir sind voll bei den Charakteren mit dabei und wollen nur auf die Emotionen gehen. Sondern ja, es ist tatsächlich ein bisschen mehr Doku-Style. Da ist jetzt auch im Nachhinein keine Money-Shot-Szene drin oder irgendwas, wo ich sage, wow, das Bild würde ich gerne nochmal sehen, sondern das Ganze als Konstrukt ist eher als Einheit wahrzunehmen. Ja, genau, der Film führt nirgends
hin, auch in seinem Plot, sondern es ist eher, es ist wie ein, als ob man ein Foto machen würde von der Jugend Amerikas so ein bisschen. Und auch zu verstehen, was es bedeutet als Erwachsener, sich mit einem Kind auseinanderzusetzen und mit der Stimme eines Kindes, weil wir als Erwachsene oft auch, ja, ist halt ein Kind und das denkt noch nicht so weit, wie wir es können oder so. Aber alle Kinder sind irgendwie fast schon schlauer und reifer inszeniert als die Erwachsenen. Ja. Und das finde ich eine schöne Perspektive einzunehmen, zu sagen, hey, hört mal ein bisschen auf die Kinder, was sie zu sagen haben, weil das ist ziemlich schlau. Die stellen nämlich auch ziemlich gute Fragen. Ja, und das ist die nachfolgende Generation, die auf diesem Planeten mit dem, was die viele, viele vorherigen Generationen hinterlassen haben, arbeiten müssen. Und da, also ein paar Antworten von Kindern, die, keine Ahnung, also gefühlt zwischen 7 und 12 Jahren alt waren, da ist einem schon ganz schön den Rücken runtergelaufen, was die für Antworten gegeben haben. Also wie sie ihre Zukunft sehen, wovor sie Angst haben. Und das Ganze, dieses, glaube ich, sich mit der nächsten Generation auseinanderzusetzen, das ist auch ein großes Thema, genau. Der Generation aber auch eine Stimme zu geben, weil oft wird halt Kindern in unserer Gesellschaft doch dieses Unschuldige zugesprochen und aber auch eine Nichtmündigkeit. Sie sehen das ja alles noch nicht richtig und sie verstehen das große Ganze ja nicht und das stimmt halt nicht. Sie sehen die Welt nur auf eine andere Art und Weise, aber an sich. Oft direkter und ehrlicher. Ja. Und das ist schade, dass dieser Blick so verworfen wird als werd erstmal erwachsen und lern erstmal, was es heißt, zu leben. Genau. Bevor du sozusagen deine Meinung auch äußerst. Ich finde es auch schön, dass der Film uns keine heile Welt vorspielen will, zum Beispiel von Familienbild oder so. Wir haben hier eine Familie, die in einer sehr schwierigen Situation ist. Die Eltern leben getrennt, er muss in die Klinik und alles ist ein bisschen kaputt auch bei denen. Und, also eben aber der Film sagt nicht, hey, wir haben eine Lösung für euch und da muss, also ihr könnt alle zusammenhalten als Familie so irgendwie. Auch zwischen Johnny und seiner Schwester ist ja so eine Spannung immer so ein bisschen. Also sie sind zwar Geschwister. Auch ein bisschen sieht in Rückblenden, also da ist eben auch, also das ist eben auch, ja, sein Onkel und seine Mutter haben jetzt auch nicht das Verhältnis, wo man sagen kann, okay, es gibt irgendwie ein weiteren Familienkreis, auf den man zurückfallen kann. Die haben sich, als Jessys Oma sozusagen krank war und im Sterben lag, auseinandergelebt und zerstritten und finden aber doch dann irgendwie wieder zusammen, aber ohne, dass das erzwungen fühlt oder sich anfühlt oder als müssten oder als wollten sie das auch irgendwie so ein bisschen. Es ist so eher der Mittel zum Zweck, glaube ich, dass sie beide zum Wohl von Jesse, vom Kind eher so ein bisschen sagen, okay, wir packen eben jetzt zusammen an und auch Johnny versucht ja, also der stellt ja sein komplettes Leben von einem auf den anderen Tag um und sagt, hey, ich habe jetzt einfach ein Kind mit in meinem Leben. Und daran muss ich mein Leben anpassen. Daran muss ich anpassen, wo ich hingehe. Ich muss anpassen oder ich brauche jemanden, der auf Jesse aufpasst, der aber auch seinen Anforderungen irgendwo gerecht ist, den eines Kindes mit, ich sage jetzt mal, besonderen Bedürfnissen, weil so wirklich wird es nicht benannt, ob er eine geistige, sonstige Beeinträchtigung hat sozusagen. Ich hoffe, dass es politisch korrekt ist, was ich hier gerade sage. und das ist eben diese engstirnige Ansicht auf die Welt und wie man das in Filmen oft sehr dargestellt wird. Hier ist ein Problem, das ist der Weg und das ist die Lösung, sondern wird eher so ein bisschen, ja, also es würde zum Film passen, zu sagen, okay, wenn wir gerade
New Orleans ist schön, dann drehen wir halt einen Teil von einem Film in New Orleans, weil wir da aus dem Teil von Amerika noch schöne O-Töne von Kindern haben und weil wir eben auch nicht nur in New York und in L.A. irgendwie die Stimmen einfangen wollen, sondern wir wollen wirklich ganz Amerika repräsentieren. Mhm. Deswegen zeigen wir eben auch mehrere Städte. Ja, und so fühlt sich der Film auch ein bisschen an wie eine... Wir haben ja über Drive My Car in der letzten Folge gesprochen, wo wir auch gesagt haben, dass wir einfach nur bei den Figuren sind, ohne jetzt groß nach Lösungen. Doch schon, also beide Filme suchen nach Lösungen, definitiv. Das ist vielleicht falsch formuliert, sondern es ist eher, wir gehen da mit einer klaren, direkten Sicht zu den Figuren hin und fangen sie ein. Come On, Come On macht das auch etwas. Ach, natürlich auf die amerikanische Art und Weise, da kommt schon immer so ein bisschen amerikanisches Lebensgefühl auch rein. Und ne, die großen Städte, also L.A. und New York, das ist dann der kulturelle Unterschied einfach. Ja. Und der Film ist auch letzten Endes ein sehr optimistischer und schöner Film einfach auch, der so ein bisschen Feelgood hat. Also durchaus mehr als Drive My Car zum Beispiel. Kann man alles nicht vergleichen, den Plot. Aber ich finde, dass, ja, er dreht sich weg von der klassischen Hollywood Sicht, definitiv. Auf alle Fälle. Ich muss sagen, am Anfang hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, wirklich in den Film reinzukommen, weil mir die Konstellation zwischen Johnny und Jesse am Anfang nicht ganz so klar war. Dass Jesse ist als Kind auch ein bisschen undurchsichtig am Anfang. Man braucht ein bisschen, um ihn zu verstehen, was aber natürlich zu dieser Charakterstudie passt eben. Man fühlt sich ein bisschen wie Johnny, glaube ich. Man kann das Kind noch nicht so richtig greifen. Was braucht es? Was will es eigentlich? Und so konnte man den Film am Anfang, finde ich, auch nicht so ganz greifen. Und dann habe ich, für mich war es dann im letzten Drittel deutlich runder, wo ich, man hatte so auch die Chemie zwischen den beiden und sie haben ein paar Sachen durchgemacht schon. Aber das so ganz emotional hat er mich nicht abgeholt, was er vielleicht aber auch gar nicht will, gar nicht Intention ist, weil er doch ebenso dokumentarisch ist und eher so ein Zeitgeistgefühl und Stimmen einfängt, als dass wir jetzt im Vergleich zu Drive My Car, wo wir richtig eine emotionale Reise durchmachen, die wirklich auch ins Mark geht auch so. Ja. Und bei Come On, Come On, ich weiß nicht, warum ich die beiden Filme vergleiche, aber es sind halt unsere beiden Folgen, auf die jetzt aufeinander kommen, aber bei Come On, Come On ist es eher, es regt eher generell zum Nachdenken an, wie ist unsere Perspektive auf die nächste Generation? Ja, es ist, glaube ich, eher die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen und sehen und gar nicht so sehr. Drive My Car fokussiert sich sehr auf das Innere. Also wie sehr wir bei den Figuren. Und ich glaube, das ist das. An sich haben sie schon. Also, weil bei mir schwingt das auch immer ein bisschen mit und ich glaube, es liegt nicht daran, dass wir sie so nah aneinander gesehen haben und die Folgen aufnehmen, sondern wir sind in beiden Filmen mit unseren Darstellenden auf einer Reise und lernen sowohl sie als auch uns ein bisschen besser kennen, wobei eben das eine Mal der Blick eher nach außen und das andere Mal nach innen gerichtet ist. Ja, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und emotional hat er mich auch nicht super gepackt oder mitgenommen. Man war so als beobachtende Person mit dabei, aber so das wirklich dieses da hineinversetzen, vielleicht weil ich noch kein Kind habe, kann man das vielleicht nicht so wirklich. Es gab aber trotzdem Momente und Szenen, wo ich mich einfach nur verstanden gefühlt habe oder wo ich auch so ein bisschen dachte, irgendwie das irgendwo, das kenne ich, das glaube ich, es war eine, aber es war auch eher so ein allgemeines, ich weiß nicht, es war ein sehr, sehr komisches, aber irgendwie auch wohltuendes Gefühl, als beide im Bett noch sitzen. Ich weiß gar nicht, in welcher Stadt sie gerade sitzen. Es ist eher gegen Ende eine Szene, wo Johnny ihm ein Buch vorliest und es geht's um einen Astronauten. Oh, das weiß ich nicht mehr. Oh, das war eine sehr schöne Geschichte und er liest wirklich aus einem Kinderbuch vor und auch da ist diese Geschichte ist als Spiegel von Johnnys Reise so ein bisschen
genutzt worden, wo auch er auch nochmal nachfragt, warum er allein ist, nicht verheiratet, nee, aber warum sie sich getrennt haben in der letzten Beziehung. Genau. Ja, und das ist auch, es gibt ein paar Momente, wo direkt aus Büchern zitiert werden, die auch eingeblendet werden. Stimmt, ja, auch hier ist Literatur wieder so eine Klammer zwischendurch. Ja. Genau, und wird als Spiegel in diesen wichtigen Momenten genutzt, auch so ein bisschen es wird ja auch ein bisschen Witze darüber gemacht. Sie nehmen das sehr gut auf, aber das Thema Mutter zu sein ist auch ein sehr präsentes Thema, weil Jessys Mutter Viv ist ja auch einen sehr langen Zeitraum weg. Sie entscheidet sich ja wirklich aktiv dafür. Ich verlasse mein Kind und kümmere mich um meinen Ex-Mann oder ich glaube, die sind getrennt. So wird Johnny so auch in diese Mutterrolle hineingeworfen. Ja, es gibt ab und an mal so ein paar Dialoge. Er ruft sie auch einmal an und sagt, was soll ich hier machen? Ja. Und dann sagt sie, ja, weiß ich ja auch nicht, willkommen in meinem Leben. Ja. Wir lernen alle, auch als Mutter, wir lernen alle so along the way halt. Das ist nichts, was man irgendwie kann oder nicht kann, nur weil man jetzt ein Kind hat, sondern alle werden da reingeworfen. Ja. Und mach einfach, und begegne ihm als Mensch sozusagen. Genau, und es gibt eben nicht dieses eine Geheimrezept dafür, Mutter zu sein oder auch jede andere Person auf dieser Welt zu sein. Genau. Und ich glaube auch so ein bisschen dieses, ich weiß nicht, warum man, also es wird sehr auf die Mutterrolle bezogen, aber überhaupt eine Vorbildsperson zu sein, glaube ich, darum geht's. Wie gehe ich mit der nächsten Generation als jemand aus einer anderen Generation mit Verantwortung jetzt. Genau, und wie so auch dieser Generations, nicht unbedingt Konflikt, aber diese Generationsbeziehung. Ja, hört den Kindern ab und zu mal zu. Und man merkt es ja auch, also Jesse stellt sehr direkte Fragen und das macht was mit Johnny. Und der sitzt dann noch alleine am nächsten Tag da und hat ja auch so eine Art, wie so ein Tagebuch, das er spricht in sein Mikrofon und in sein Aufnahmegerät. Ja. Und sitzt dann auch da und sagt, der kleine Junge hat mir schon wieder eine Frage gestellt. Und wo man auch merkt, darum geht es auch so ein bisschen. Ne? Also sich verstehen lernen, kennenlernen und aber auch annehmen. Lass dir von einem Neunjährigen eine Frage stellen, die was mit dir macht, anstatt zu sagen, das ist ja nur ein Kind. Auch zuhören ist, glaube ich, ein sehr großes Thema und Selbstreflexion. Und Johnny macht das ja schon viel. Ja, und auch das Mikro ist ja auch ein bisschen so Symbol. Sie laufen durch die Stadt und halten das Mikro einfach irgendwo hin. Das ist ja eben dieses, ich höre hin sozusagen. Ich höre, was da ist und ich will es verstehen. Ja, ich finde, der Film für mich rundet das Ganze schon ab. Plottechnisch muss man da gar nicht so viel rauskristallisieren, denn es geht viel um das, was wir gerade jetzt aufgezählt haben und um so eine essentielle Message einfach. Unser Verhältnis zur jungen Generation. Und das macht der Film auf eine sehr schöne, leichte auch Art und Weise. Es sind ein paar problematische Themen auch drin, die werden auch ernsthaft besprochen, sind nicht einfach nur drin, um noch was anderes drin zu haben. Und fühlt sich auch ein bisschen persönlich an Mike Mills. Ich habe kurz gelesen, sein dritter Spielfilm, glaube ich. Der erste war inspiriert von seinem Vater. Deswegen ging es um, ich habe die Filme nicht gesehen, ich kann auch die Titel nicht benennen. Da ging es um Väter, im zweiten um die Mutter. Und jetzt der dritte Film war auch inspiriert von einer Szene. Es gibt eine Badewanne-Szene, Johnny und Jesse, also Johnny, Jesse badet. Und das war wohl die Inspiration von Mike Mills, sein Sohn war auch im Bad. Irgendwie so, und daraus ist die Filmidee entstanden. Viel dialoglastig und deswegen fühlt es sich auch wie ein persönlicher Film zwischendurch an. Deswegen, er wird nicht sehr hängen bleiben jetzt für mich im Sinne von ein großes Werk, das man jeder gesehen haben sollte, aber ich finde es in seiner Message sehr gelungen und man geht raus und ja, man nimmt was mit aus dem Film. Also er sagt, der Film hat eine Stimme und das finde ich schön. Ja, der hat eine Stimme und das ist, glaube ich, auch das Hauptziel. Also die Stimme einer Generation eigentlich einzufangen und wiederzugeben. Und ich bin sehr dankbar, dass du den Film vorgeschlagen hast, weil der wahrscheinlich bei mir komplett vorbeigegangen wäre. Er hat echt, es war ein schönes Kinoerlebnis. Ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse. Das Einzige, was ich wusste, dass es irgendwie eine Vater-Sohn-Beziehung ist, die es dann am Ende gar nicht war, aber fast, knapp daneben. Und er ist so enttäuscht aus dem Kino gegangen. Spaß. Ja, es gab gar keinen Vater. So schlecht gespielt von Joaquin Phoenix. So schlecht gespielt, dass es ein Onkel war. Ich meinen Vater gar nicht. Den habe ich gar nicht die Vaterrolle abgekauft.
Aber wirklich ein schönes Kinoerlebnis und ja. Ich kann ihn empfehlen, falls er noch irgendwo im Kino laufen sollte, was wahrscheinlich doch schwer sein wird. Ja, ansonsten ein guter Film für auch abends mal auf der Couch. Ja. Das, genau. Aber empfehlenswert, wenn man zwischendurch mal was braucht zum Anschauen. Das soll es gewesen sein? Würde ich auch sagen. Gut, dann machen wir hier einen Cut und hören uns beim nächsten Mal. Ja, bis dann. Wir hören uns. Hä? Seid ihr schon fertig?